Hallöchen. Wir haben es fast geschafft mit den Vorbereitungen für heute. So dass, ja, bald die Gäste kommen könnten. Bald, noch nicht sofort. Ein bisschen was muss noch getan werden. Aber ansonsten, ja, passt das schon. Das meiste ist geschafft. Deswegen habe ich bis jetzt auch keinen Hack gehabt zu filmen. Es ist jetzt gut 3:15, 10:45 irgendwie so. Ja. So sieht's aus. Und bin gespannt auf nachher. Ja. Sehr gespannt. Bin auf die Nase. Ja. Aber viel gibt's auch gar nicht zu berichten gerade, weil einfach nur. Es ist halt immer so, dass man an dem Tag doch noch mal ein bisschen, man denkt sich davor, man braucht ist ja noch Zeit, schafft man ja alles. Gestern war ich auch so faul und so. Und heute merkt man dann so, hätte ich mal gestern ein bisschen mehr gemacht. Aber gut. Das klappt schon. Ich bin da guter Dinge. Guter Dinge? Heißt das so? Egal. Ich denke, dass wir es schaffen werden. Erstmal, also würde ich mal ein bisschen sitzen, dann müsste ich mal wieder so. Und dann geht es gleich wieder weiter. In einer Stunde ungefähr darf ich auf mich wieder in die Küche stellen, Käsespießchen machen und so eine, na, Aufschnittplatte, Käse und Wurst anrichten. Jo, und dann ist das mit dem Essen auch gegessen. Erledigt, wollte ich sagen. Den Kuchen nochmal mit Puderzucker bestreuseln. Ich hoffe, er schmeckt. Ja. Tisch ausziehen und decken. Passt schon, passt schon. Ja. Alles klärchen. Dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Wir sind fertig und warten nur darauf, dass jetzt nach und nach die Gäste eintrudeln. Naja, haben wir eine halbe Stunde oder ein bisschen drüber Zeit. Ja. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es aussieht. Ah, ich weiß nicht, ob das mit der Musik funktioniert, ich hoffe. So. Der Tisch ist gedeckt. Weil da nicht alle hinpassen, steht da noch ein bisschen was anderes. Dumm, die dumm, die dumm. Gehen wir mal in die Küche. Hier sind die Spießchen. Da ist der Daniel. Sag mal Hallo zur Außenwelt. Ein Gesicht. Was? Frohlaut? Oh Gott. Da haben wir zweimal Rollerschuss, würde ich gerade sagen, dann Chili con Carne. Ohne Chili. Chili con Carne ohne Chili. Ohne Chili. Ja, gut. Und wir warten jetzt, ne? Ja. Und besser Wetter. Es gibt Versuch Nummer 2, dass das funktioniert. Bananen haben wir auch gekauft. Ich für mehr. Er war ja nicht bei. Da ist ja so viel drin. Geburtstag halt, ne? Gottes Willen. Ihr seid doch wahnsinnig. Ja. Geburtstag halt, ne? Es knistert. Es knistert. Aber kein Kater da. Der ja, hat eine neue Kuschelhöhle bekommen. Habt ihr das Auspackvideo gesehen gestern? Zu deinem Geburtstag, das Kuschelvideo? Ja. Wo er da rumgewuselt ist bis zum Unfall? Genau. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Stand auf der Wunschliste. Ja. Dankeschön. Schopfgummi. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich müsste Bubbles oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das fühlt sich irgendwie genauso an. Das bin ich überrascht. Also jetzt ein Krampf, das alles einzupacken. Oh, Zopfgummis. Ja, ich habe mir gedacht, einmal helle, einmal dunkle. Guck mal, die passt noch gut zum Pullover jetzt. Stimmt.
einigermaßen. Dankeschön, Dankeschön. Mach doch mal drei rein. Das ist noch was Kleines. Oh, oh, ein Nagellack. Ein Zopfgummi. Nein, Zahn wahrscheinlich in verschiedenen Größen. Jawohl. Der ist aber kalt. Ja, war kalt im Auto. Ein Nagellack. Ja. Mein dritter ist die Nagellack. Du musst aber wieder übertreiben. Der war von TK Maxx. Den Nagellack? Hm. Na ja. Und den habe ich auch, also. Warum nicht, ne? Schön verbogen. Was? Du jetzt. Oh, oh, die, oh, oh. Oh. Dankeschön. Nein. Die sind ja am besten. Die mit dem Geburtstagszeugs, die sind ja richtig hübsch. Die anderen sind auch hübsch, aber mit den guten. Was nehme ich denn jetzt? Es klappert. Konfetti. Großartig. Merken für den nächsten Geburtstag. Oh, raschelt. Stecknadeln. Ja. Stein, oh. Was hast du denn da? Oh. Muss mal gucken, wie lang die sind. Das hatte ich jetzt natürlich nicht geguckt, aber. Das gucken wir gleich mal. So zu Hause ausgemistet? Nee. Kannst du mir aufhören, so bösartig zu sein? Okay. Dafür war ich extra noch nach meinem Arzttermin unterwegs. Sag mal. Aber das ist ein Medaillon, ne? Ja, das kannst du auch machen. Ich stehe gerade da wie ein Vollidiot, weißt du? Mit dem, was sie von mir gekriegt haben, was sie jetzt von überall da kriegt. Hm. Mal gucken. Andere Seite. Andere? Nee. Oder? Ist da nicht mal ein Foto von uns reingewiesen? Pass. Mhm. Dann kann man auch machen. Kann man so aufklappen, ne? Mhm. Ist da was zu Naschen reinmachen? Oh, da habe ich was Kleines übersehen. Das hat sich jetzt einfach. Essi. Was? Das ist Essi. Nee, das ist kein Essi. Sicher? Das sind nicht mehr Essi. Lippenstift. Von Essi. Wie kann man denn so ein kleines Hut kleben? Das ist ja alles. Das geht doch gar nicht. Geht das auf? Das war ja auch krank. Ja, das lasse ich dir aufs Wort. Nagellecker steht da drauf. Was? Nagellecker? Doch, Essi. Höh, so eine kleine gibt es. Siehst du, sag ich aus Essi. Und da ich den doppelt hatte, hast du den jetzt gekriegt. Also doch aus hier müsste. Den, den, ja. Ein Schwamm? Nee, es ist fest. Die Sachen bei, die haben wir schon vor Monaten gekauft. Oh nein. Was ist das denn? Hi. Was Süßes? Ein Stempel. Ein Fuchs. Oh, die habe ich irgendwo schon mal, aber ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Die sind irgendwie verschollen. Na, jetzt hast du nochmal. Hab ich sie nochmal. Was ist das? Die ich schon länger hier benutzen, aber ich weiß nicht. Die müssen noch in der alten Wohnung irgendwo verschollen sein. Na, ich wusste es nicht. Irgendwann und dann weg. Da habe ich gedacht, oh, da habe ich doch so ein Ding, wo sind die weg? Ich weiß nicht, wie ich es benutzen kann. Fluffy? Deswegen hatte ich dich gefragt, da müsst ihr mal gucken, ob das dann. Ja. Ob das dann. Mhm. Er meinte, ihr habt komische Fragen. Ja, sie hat komische Fragen gestellt mit Emma. Ob das passt? Nein. Da steht, glaube ich, 36, 38 oder 38 oder so drauf. Okay. Musst du mal gucken, ob du da reinkommst. Deswegen hast du mit deiner kleinen Schuhgröße gefragt. Hast du 38 oder 39? So, 40, 41. Und da hast du die Dinger schon gehabt, ja, oder? Ja, deswegen. Oh. Musst du einfach mal gucken. Genau. Ich probiere an. Ich fand die so geil. Dass es überhaupt solche gibt.
Ui. Weihnachten ist um, aber Weihnachten kommt jedes Jahr. Eben. Schön weiß. Wir sehen nichts. Ich muss ja mal lesen. Ach so. Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann, Geschenk, Essen, Familie und Schnee. Schnee ist wichtig. Schnee. Das ist schick. Nein! Jetzt verstanden! Ich hab nur das gesehen, hat gerade schon gerettet. Oh. Ah, wie genial! Dankeschön! Danke, zeig mal nochmal. Oh, Mensch! Naja, no, ist so fluffy. Fluffy! Fluffy! Hm. Ja. Ja, guck mal, das ist doch. Geburtstag, die schönen Schuhe und dann den Pullover noch dazu anziehen. Und gleichzeitig. Die Schuhe ist für die Füße. Nee, nee, jetzt gibt es erstmal ein Foto. Jetzt gibt es erstmal ein Foto? Na klar. Achso, Fanta, meinst du, ja? Soll ich mal ruhig. Ah, okay. Du hast das als Shirt, ja? Genau, haben wir irgendwann mal im Sommer gekauft. Okay. Und ich glaube, 36 war ja okay, ne? Ja. Ja, klar! Ja, er hat halt nur so einen Bomsel auf dem Kopf. Ja, Bomsel auf dem Kopf? Bomsel auf dem Kopf. So. Fluffy. Passt. Kannst ja glatt anlassen. Und ich schon Angst, pass auf. Zu klein. Kannst ja glatt anlassen, ne? Nein. Warum nicht? Gefällt dir nicht. Doch, aber ich wollte ihn eigentlich heute nicht anziehen. Du wusstest ja gar nicht, dass du den kriegst. Also nee. Kannst du ja gar nicht wissen, dass du ihn gar nicht anziehen wolltest. Das geht doch gar nicht. Deswegen wusste ich, was ich anziehen wollte. So, das wusstest du ja nicht, weil du kamst ja dreimal an. Geht das so? Stimmt doch überhaupt gar nicht. Mach ich aber auch immer. Aber dreimal weiß ich nicht. Aber wie, du sagst nicht. Nee. Nur einmal. Oh, angezogen, fertig. Mehr wie zweimal, nee, geht nicht, darfst du nicht sagen. Beim dritten Mal musst du raus und hinlegen. Du kannst jetzt. Aber ja? Stopp. Das war's schon? Na gut. Ja. Ach, wird alles festgehalten, ja? Hörst du auf damit? Ah, ich werde geärgert. Ja, das ist ja nichts Neues, ne? Ich halte die Kamera gleich auf dich. Ha, wird so dunkel. Alfred, wann warst du das letzte Mal hier? Ist eine Weile her, wa? Na, wir hier oben, die ich bei uns vorgeholfen habe. Vor der Einweihungsfeier. Bei der Einweihungsfeier hatten wir keine Zeit, dann bin ich ja nicht hier gewesen, ne? Hey, Boom! Dankeschön! Bitte! Ha! Also, welcher Band ist das? Der dritte. Der dritte. Der letzte. Silber. Ja. Ich filme. Ja, super. Dann mache ich jetzt hier am Dach nicht unten gucken, dann ist das Geschenkpapier weg. Du solltest dich vielleicht auf den Boden setzen. Du bist jetzt aber schlecht. Na, setz dich doch denn doch lieber auf den Teppich, oder? Will sie ja nicht. Ja, aber warte, der geht doch nicht wieder hier. Jeder macht sie immer. Schere? Das ist nur dieser Maßband, die so aufreißen kann. Ach so, ich kann es nur die Seite. Nee, nee. Au, ey, Loch. Ich den Boden kaputt. Was ist denn da gelassen? Hier. Ach, da. So, erstmal. Tag. Hallöchen, ne? Du bist schon drauf, zu spät. Das ist doch ganz fies. Wenn du je durch. Meine Tüte? Doch, kannst du mir meine Tüte rüberschubsen, bitte? Ah, es gibt schon eine Mülltüte. Bitte? Ja, die brauchst du. Die Blumen sind nicht hier? Nein. Der Auto steht da schon da. Das ist wahrscheinlich noch spazieren. Du musst dich also beeilen. Im Parken oder wo? Ja, hier wahrscheinlich. Die liegen da können. Haben wir jetzt ja. Hab was gefunden. Wir waren die auch noch nicht hier. Das sind die da oder? Nee, kann ja so. Das ist auch hier nie noch. Wenn so ein braune Kinderwagen haben, kann so eine schöne Gegend. Nee, ich meine ja die Senioren. Gefällt. Die Seniorenwurst. Die sind ja beide immer so ein bisschen. Madagaskar-Borschit. Unterschiedlich vom. Ich probiere.
Wenn ich den Geld dafür, wenn ich den Geld dafür einen Kleiderschrank oder so für die Socken. Für einen Kleiderschrank. Ja, gut. Und wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Nach Madagaskar. Ist das auch nicht? Da ist eine drin, ja. Ja, ich komme nicht vorwärts. Ich mach auf. Beide gleichzeitig. Du kannst nur erschießt du denn nach der Haustür, ja? Ich verliere euch immer. Auf deine Haare. Ja, wir haben eine neue Pumpe, die da schon drin ist. Wir müssen wir aber gleich nochmal kaufen. Ja, hat er geprägt, dann hat er wieder gesagt. Und nach dem neuen Jahr. Glaslesezeichen. So ein schöner Assam-Leuro-Deck machen wir nur kaputt. Ja? Und alle Assam bei uns im Hund. Ich muss erstmal auspacken. Ist der Kater? In einer neuen Höhle. In einer neuen Höhle. Bestimmt im Schlafzimmer. Yep. Ach, da gibt's Schuhe von? Schick. Warum, wie viele Tage noch? Du mach mal war auf, Bettina. Ja, ist doch gut. Ich bin ja schon. Ich bin die Geschichte. Ich bin so mal. Ich schmeiß erstmal den Müll hier raus. Ah, ja, klar. Da ist ich was. Ja, ich Ostern, stimmt, in der Supernacht ist auch schon keiner mit Ostern. In der Supernacht kommen wir auch schon wieder mit Ostern. Ja. Ich bin nicht mehr. Schick! Das ist der einzige, den ich kenne. Aber hatte ich gerade das immer so? Das ist der Standardluft, der geht aber irgendwie. Ja, genau. Ich muss ja nicht mehr hier werden. Ja? Das ist bestimmt der Kartoffel. Nein, dachte ich auch. Das wäre Ruhe. Aber ich bin wieder Bürger. Wie klug. Das ist auch nicht. Und jetzt kommt das, wo ich Bauchschmerzen habe. Was ist das mit Bauchschmerzen? Ja. Das ist doch mit Bauchschmerzen. Also morgens drei, da ist noch so ein Magenschutzbrot. Es geht nicht auf! Wie schön ist das denn jetzt? Was? Ich dachte schon, das hat dir schon irgendeiner geschenkt. Du, aktualisieren war ich noch. Mit dem ersten habe ich gesehen gehabt und dann war ich. Nein! Nein! Oh, das ist schön! Das ist der zweite, ja? Ja! Und den ersten hast du schon. Ja! Und der erste ist rot. Ja, rosa, genau. Ja. Ist ja gut. Ich glaube, das ist doch alles komplett. Das muss doch gut sein. Das ist doch mal. Du darfst aber erst lesen, wenn du alle anderen Bücher gelesen hast. Ja, eigentlich habe ich ja auch gesagt, ich kriege von mir kein Futter, habe ich immer gedacht, weil der zu viel.
Aber kommt noch was? Nö. Ja, klar. Jetzt. Oh, ist aber schön eingepackt. Ich würde das so lassen. Das reicht. Lasst es so, das sieht gut aus, so wie es ist. Hast genug Geschenke gekriegt. Reicht ja wohl, oder? Ich weiß nicht, ob du draufpasst. Das sagst du jetzt zu uns. Du liest doch die Bücher erstmal auf, bevor du das nächste aufmachst. Ist ein Parfum. Sieht man an einer Verpackung. Was sind das? Nee, die Form. Oh. Der Moment ist noch fast leer. Kriegen wir sicher einen anderen Urlaubsanbau. 40 Urlaubsfahrer und 50 Stunden Abholung. Oh oh. Das extra nochmal durchgerechnet. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, schön. Oh, was hast du denn da? Schon wieder nicht. Oh. Dankeschön. Frau Blom. Dankeschön. Jetzt ja. Wunderbar. Mal auf. Ja, runter. Auf die Knie ist es so, ne? Die Nana. Ja. Ist beschäftigt, wa? Ja, du wirst gerade hier fünf weit rot. Ecke? Nur ja. Die Füße. Und der Bauch ein bisschen, aber sonst. Da kommt einer stibitzen. Guck mal. Ach nee. Und da ist auch noch ein Tisch. Ist ja nicht erst. Heute geht er sich raus. Nee, da sind noch mehr außer Bettina und Daniel. Aber jetzt die Tüte, wa? Die ist. Und das raschelt deshalb, wa? Ja. Ach Mensch, jetzt fällt mir mal was ein. Du, was denn? Da fällt dich auch mal bitte raus. Jetzt, wo ich dich sehe. Aber nicht nur du. Oh. Lockmittel. Dankeschön. Lockmittel. Was ist da wieder? Hier, komm mal hier. Freuen wir uns. Nimm das aus mit der Freundschaft. Ja, einen noch, komm. Da ist er. Der gibt auch Pfötchen. Scheint zu schmecken. Ja, nimmst du Pfötchen? Ist ja auch wählerisch. Noch zu neu. Oh nee. So, es ist endlich schon wieder der nächste Tag. Also es ist schon 2:30. Nein, ich spiele nach Fallout. Lasst ihn spielen. Ich werde mich ganz fertig machen. Es war ein ganz toller Tag. Ich habe halt nicht mitgefilmt, weil es ging nicht. Es war einfach so. Ja. Aber ich habe ganz tolle Sachen bekommen und so. Es war einfach nur klasse. Es war so schön. Ja. Ja. Und ich habe ganz viel. Ich habe. Also 15 neue Bücher eigentlich, aber eins habe ich schon gelesen, das habe ich erst noch als Hardcover und deswegen 14 neue Bücher auf meinen Sub. Absolutes Buchkaufverbot für diesen Monat. Da ist nichts mit der, ich kaufe 2 Bücher. Nein, definitiv nicht. Ja. Aber echt toll, da weiß ich mal gar nicht, finde ich es. Ich habe vorhin die Bücher mal alle zusammen hingelegt auf die Couch und dachte so, wenn ich jetzt nur diese Bücher hätte, ich wüsste nicht, welches Buch von denen ich zuerst lesen sollte. Alles so tolle Bücher. Und auch die anderen Sachen, alles so schön. Ja. Na gut. Ach, da kommt ein rotes Fellknäuel. Das ist ein Ding. Michelle geht. Ach da. Na? Der neue Plüschhülle steht übrigens jetzt da unten. Ehe. Okay. Hier liegen unsere Jacken. Wir haben wieder hingepackt, damit er auf der Garderobe Platz ist. Ah, jetzt trampelt er hier wieder. Na? Ist er auch noch Tschüssi sagen? Unsere Weihnachtsdeko. Erst steht die ganze Zeit die Halloween-Deko, es steht die ganze Weihnachtsdeko. Immer stehen hier Kartons. Kartonchen.
Ja, ja. Na gut. Dann war es das wieder für diesen Vlog. Morgen beginnt ein neuer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye bye. Tschüss sagen. Auch nicht tschüss sagen.